Hallo zusammen. Das Thema war, wie betreibe ich so eine Kühlbox? Und zwar ist das nicht eine Standardkühlbox, sondern es ist eine Kühlbox, die minus 80 Grad macht. Wir sehen das auf dem Thermometer. Ja, diese Kühlbox, eine Standardkühlbox, zieht im Schnitt um die gleiche, mache ich euch hier einen Link, zieht um ein halbes Ampere. Diese Box hier zieht um die 17 bis 20 Ampere pro Stunde. Also das heißt, die zieht 40 mal mehr wie eine Standardkühlbox. Klar, sie hat auch mehr Leistung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die Box betreiben, weil die Box hat hinten einen 12-Volt-Anschluss. Und für diesen 12-Volt-Anschluss, den kann man hier einstecken, da gibt es von uns ein Autoanschlussset dazu, brauchen wir auch für die Transcooler, mache ich euch einen Link, irgendein Transcooler, ein Transportkühler für Autos. Mit solchen 16 Quadrat Kabeln fahren wir mit Sicherung direkt auf die Batterie. Das heißt, das Kabel muss im Fahrzeug eingezogen werden. Die andere Alternative ist hier unser altes HRP-Netzgerät 600 Watt, auch wieder mit solch einem Stecker. Da kann ich dann hier mit dem 12 Volt vom Fahrzeug drauf gehen und dann hier auf diese Kühlbox. Und so kann ich diese Kühlbox im Stand betreiben oder auch extern. Also das heißt, in der Arztpraxis brauche ich das Kabel plus das Netzgerät. Neu kriegen wir Netzgeräte. Das ist das alte Teil der Nachfolger. Ist das hier, das HRP. Hier habe ich auch diesen Stecker. Und den schließe ich hier auf diese Box an und ich kann die Box stationär betreiben. Jetzt gibt es aber Leute, die sagen, ich will damit ein Transport durchführen und nachher wieder stationär betreiben. Also ich muss da eine Lösung haben und zwar einfach für einen Transport 3, 4, 5 Stunden fahre ich irgendwo hin oder ich gehe irgendwo im Impfzentrum und muss die Box ein paar Stunden betreiben. Oder irgendwas in der Richtung. Und hier haben wir eine primitive Einrichtung. Das ist eine Standard-Lithium-Batterie. Mit dem Ladegerät oben drauf geklebt und einen Kabelkanal und da kommt raus ein Kabel, was auf die Kühlbox geht. Der große Vorteil, ich habe hier 2000 Watt, also 150 Amperestunden. Bei einem Verbrauch von 17 Amperestunden funktioniert diese Box dann etwa 8 Stunden und dann ist die Batterie leer. Bei einer Standard-Kühlbox. Also das gleiche Modell wie hier, da geht das 40 mal länger. Also nicht 8 Stunden, sondern 240 Stunden. Der Vorteil ist, wenn ich so eine Batterie nehme, mit dem Ladegerät obendrauf und im Anschluss direkt auf die Box, dann sehe ich natürlich hier den Strom, den sie zieht und ich kann hier natürlich dann auch diese direkt wieder laden. Ich habe hier 230 Volt. Also das ist ein Schweizer Stecker. Für Deutschland gibt es das mit deutschem Stecker. Und wir sehen jetzt, wenn wir das Teil natürlich einschalten, jetzt habe ich einen Stromverbrauch von 2 Ampere plus. Das heißt, es fließen 2 Ampere in die Box rein. Und wenn ich die Box ausmache mit 20 Ampere, dann habe ich innerhalb von 10 Stunden diese Batterie wieder geladen. Aber ich kann es eigentlich auch so betreiben, da habe ich eine kleine Ladung in die Box rein
Und so habe ich eine autonome Stromversorgung für diese Box. Ich kann sie also in jedem PKW, ein Kombi oder ein Lieferwagen, kann ich die Box einladen, passt Powerbank dazu. Ich sehe prozentual, wie viel das sie geladen ist. Ich habe also übers App die Kontrolle von der Stromversorgung und so habe ich eine dauerhafte Energieversorgung auf dem Transport ohne Änderung vom Fahrzeug. Ja, hier oben mache ich euch einen Link über die Standardkühlbox, also normal für normale Anwendung plus 5 Grad. Hier oben ein Transcooler, ein Transportkühler, der, obwohl die Box hier relativ klein ist, den gleichen Strom zieht, aber diese Transcooler gehen dann nur runter bis minus 20 Grad. Und klar könnt ihr mir wieder mal ein Abo hier lassen und ich wünsche euch einen schönen Tag.